Wir singen zum Beginn von Lied Nummer 228. Im Namen aller Firmenlehrlinge möchte ich Sie, Herr Domherr Bonema, in Trimis herzlich willkommen heißen. Ebenfalls möchten wir unsere Gäste hier in der Kirche sowie zu Hause ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, uns heute firmen zu lassen. Wir wissen, dass der Heilige Geist ein großes Geschenk ist. Im Laufe des Jahres haben wir aber bemerkt, dass der Heilige Geist nur dann wirken kann, wenn wir Gutes tun. So hoffen wir, dass die Firmung für uns alle eine bleibende Stärkung für unseren Lebensweg wird. Eine von uns möchte ihr Glauben mit ihrem persönlichen Glaubensbekenntnis vorstellen. Nehmen Sie dazu bitte einen Augenblick. Ich habe mein Glaubensbekenntnis so dargestellt, indem ich das so gezeichnet habe. Und ich habe mich selber in dem kleinen Boot da gezeichnet. Und eigentlich möchte ich damit sagen, dass ich nur ein kleiner Teil vom Ganzen bin. Und ohne all das rundum wäre ich nicht so, wie ich bin. Herr, dein guter Geist wirkt immer und verlässt uns nie. Herr, erwarte mich. Herr, erwarte mich. Herr, dein guter Geist will sich in allen Getauften entfalten und ihre Herzen für dich entflammen. Christus, erwarte mich. Christus, erwarte mich. Herr, dein guter Geist will uns durchglühen, damit wir allen dein Licht und deine Wärme schenken. Herr, erwarte mich. Herr, erwarte mich.
Herr, erbarme sich unser, ernehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich einer nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in einer anderen Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sich jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamatir, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamilien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unserer Sprache Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. Denn von nun an werden 5 Menschen im gleichen Haus in Zwietracht leben. 3 werden gegen 2 stehen und 2 gegen 3. Der Vater wird gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter und die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Nehmen Sie nur Platz. Liebe 7 Firmlinge, liebe Eltern und Paten, liebe Schwestern und Brüder. Eine Firmung wie heute, so früh am Samstagmorgen, die so früh am Samstagmorgen beginnt, ist etwas Ungewöhnliches, ja, Außergewöhnliches. Man kann sagen, dass dieser Firmgottesdienst tatsächlich unter besonderen Umständen stattfindet. Und ich sage euch, euch 7, nicht? Ihr werdet mit vielen anderen Jugendlichen der Welt die Firmlinge der Pandemie 2020. Und das wird für das ganze Leben sicher in Erinnerung bleiben. Das gibt eine ganz spezielle, besondere Prägung, nicht? Gerade in diesem Moment, in dieser Zeitspanne, in diesem Augenblick der Geschichte, wo sich alle vor Ansteckung fürchten, in den eigenen 4 Wänden und dort Schutz suchen, seid ihr bereit, in die andere Richtung zu gehen und zu leben. Das heißt, die Firmung heute bedeutet, dass ihr durch das Wirken des Heiligen Geistes mit dem Feuer Christi im Herzen bereit seid, überall hin in die Welt hinaus zu gehen, ohne Furcht, ohne Zögern und mit vielen anderen die Frohbotschaft des Evangeliums, die Frohbotschaft Christi, durch das Leben und mit dem Leben zu teilen und zu bezeugen. Großartig, nicht? Ich meine, diese Umstände gerade machen aus der heutigen Feier etwas Einmaliges. Aber das muss stimmen, dass ihr euch bewusst seid, was heute hier geschieht. Ich würde vielleicht ein bisschen übertreiben. Heute geschieht, stattfindet heute hier Geschichte. Wir schreiben Geschichte. Wahrscheinlich kennt ihr schon aus der Geschichte, dass es Christen gegeben hat, die sich zum Beispiel unter Verfolgungsumständen,
Ich denke an die Christen in Japan in den 18. 19. Jahrhundert. Christen, die während Jahrhunderten heimlich versteckt, im Dunkel sozusagen, sich taufen ließen und sich dabei bewusst waren, ihr Leben zu riskieren. Es gab auch in den kommunistischen Ländern angehende Priester, die sich in der Untergrundskirche heimlich zum Priester weihen ließen. In jedem Augenblick, in jedem Moment hätten sie mit dem Bischof, der sie weihte, der das tat, erwischt und hingerichtet werden können. Und es fand sogar in der Zeit der Nazis eine Priesterweihe in einem Konzentrationslager, wo der zu Weihende und auch dort ein Bischof vorhanden waren und dort in der Zelle ganz bescheiden dieser Mensch zum Priester geweiht wurde. Und es gab und es gibt Christen in Verfolgungsgebieten, die einen Priester aussuchen und doch die Eheschließung als Brautleute kirchlich zu vollziehen. Und sie riskieren, gefangen genommen werden, ins Gefängnis zu gehen. Und ich meine, natürlich sind nicht dieselben Umstände, aber dieses Bewusstsein, wir wagen, wir riskieren, wir wollen das Feuer Christi, die Saat des Guten im Herzen empfangen und das weitergeben. Und deswegen sind wir mutig und bereit heute Morgen hier. Es heißt nochmals, ich wiederhole es, mit Christus bereit sein zu riskieren, um seine Ideale, sein Lebensprogramm, seinen alternativen Plan für die Menschheit zu übernehmen. Das ist das Feuer Christi. Das Feuer, welches die Verkettung von Verschlossenheit, von Egoismus, Individualismus, Selbstbezogenheit, Arroganz, Minimalismus, Bequemlichkeit, Falschheit, Lüge, Neid, Hass, Passivität, Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit sprengen kann. Die heutige Firmung, alle sieben, stellt eine wichtige Entscheidung dar. Eine Entscheidung, die ihr trifft, die ihr treffen müsst. Sie ist auch wie ein Virus, nicht? Ein Virus, das überall hin Gemeinschaft stiften kann, Geschwisterlichkeit, Verbundenheit, Eintrag, Frieden und Glück und Freude ansteckt. Es ist eine fantastische Epidemie, nicht? Und vor einem Monat haben wir uns getroffen, nicht hier, und damals sagte ich schon, seid ihr wirklich bereit, das zu tun? Es wäre nicht richtig, dass ich den zweiten Teil des Evangeliums nicht auch mit einbeziehe in der Predigt. Wir haben gehört, dass Jesus wirken Spannungen sogar in den Familien, zwischen den Familienmitgliedern mit sich bringt. Will Christus das wirklich? Das müssen wir uns fragen. Er ist und bleibt ein Realist, damals und heute. Er wusste, dass die Aufforderung, so zu leben, als Brandstifter der Liebe, von einigen angenommen werden würde, von anderen abgelehnt und bekämpft. Er wusste, dass wir ihm gegenüber eine Entscheidung, wie ich gesagt habe, treffen, Farben bekennen müssen. Und deswegen, er war sich bewusst, wenn er diese Art, diese alternative Art des Lebens vorschlägt, andere werden begeistert sein und andere werden sagen, nein, ich bleibe sitzen auf dem Sofa des Lebens. Nicht meine, die Italiener sagen, Kimmelofafare, nicht also. Ich,
Ich möchte mich nicht das Leben so komplizieren, nicht? Und dann, aber Christus will nicht, dass diese Spannungen bleiben. Er ist nicht der Stifter von Zwietracht. Im Grunde sagt, wenn ihr so überzeugt seid, eben das Feuer Christi, es ist ein Feuer des Friedens, eben des Glücks, der Freude. Wenn ihr so kohärent echt das ausstrahlt, und das ist die Aufgabe, werdet ihr nach und nach mit eurer Sympathie, mit eurer Wohlwollen, mit eurer Nachsicht, mit eurer Dienstbereitschaft das den anderen anstecken können. Also ihr werdet diese Spannungen der Familie überwinden und die einigen motivieren, gewinnen, auch dieses Feuer Christi auszubreiten. Aber das bitte schön, ohne Angeberei, nicht? Nicht, dass ihr jetzt als Firmlinge meint, ja, jetzt sind wir besser als die anderen. Nicht. Es ist etwas, das im Alltag, in Verborgenheit, diskret, unauffällig, aber wirksam getan werden soll. Und dann werden wir einmal sehen, ihr werdet in eurer Umgebung, in eurer Familie merken, dass um euch herum eine Oase des Friedens und der Freude entsteht. Das wünsche euch allen und uns. Und ich schließe nochmals mit der Frage, seid ihr bereit? Und ich hoffe, dass nachher bei der Firmung alle sieben nach vorne kommen, weil alle Ja gesagt haben und bereit sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt. Ich bin auch. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich bin auch. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der wie einst den Apostel am Pfingstfest, so heute euch durch das Sakrament der Firmung in einzigartiger Weise geschenkt wird? Ich glaube. Nun verweilen wir einen Augenblick im Gebet. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen Christen in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand, gib ihnen den Geist der Wahrheit, der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottes.
bitte, nun Platz zu nehmen. Sit and wait, does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we gray and old? 'Cause I've been told that situation, let the wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is there, I'm loving angels since day and through it. Forsake me. Ooh, I'm loving angels instead. When I feel the weight and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she bears the flex on my bones. And when love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. When I'm right or wrong, and down the waterfall, whatever it is, take me. I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. Ooh, I'm loving angels instead. Thank you.
Jetzt kommen die Fürbitte. Deine Liebe und deine Treue geben uns auch im Leben. So bitten wir. Herr, wir bitten dich, gib uns die Bereitschaft, jederzeit zu unserem Glauben zu stehen und wie Christen zu leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, gib uns immer das Gefühl, von dir geliebt zu werden. Und lass uns diese Liebe anderen Mitmenschen weiterschenken. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, deine Kirche ist oft Stürmen ausgesetzt, die sie niederzureißen versuchen. Schenke ihr Menschen, die sie immer wieder aufbauen. Wir bitten dich, Herr, wir bitten dich, dass der Heilige Geist unsere Firmlinge auf ihrem weiteren Lebensweg begleitet. Wir bitten dich, Herr. Herr, lass uns in der Pfarrgemeinde eine Heimat finden und immer wieder auf Menschen treffen, die ein offenes Ohr für unsere Fragen haben. Wir bitten für alle Gläubigen in unserer Gemeinde, dass sie den Heiligen Geist immer wieder spüren. Thank you.
Vater im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn deine Vorsehung waltet über jeder Zeit. In deiner Weisheit und Allmacht führst du das Steuer der Kirche und stärkst sie durch die Kraft des Heiligen Geistes. In ihm kann sie alle Zeit auf deine Hilfe vertrauen, in Not und Bedrängnis zu dir rufen und in deiner Freude dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Good decision.
deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Carpophorus, dem heiligen Lucius, der heiligen Marita und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren apostolischen Administrator Peter und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zu Dienst in der Kirche bestellt sind, das ganze Volk deiner Jesus. Gedenk auch jener, die in der Taufe zum neuen Leben geboren und von dir in dieser Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes gestärkt wurden, und bewahre in ihnen das Geschenk deiner Gnade. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich habe den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum fangen wir zu sprechen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu seinem Apostel gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke dir nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt. Erbarme dich. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt. Erbarme dich. Lamm Gottes, du nimmst die Weg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin ich für ihn, das Weib ist unter meinem Arm. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht,
Lass mich in mir deine Stimme hören, damit ich mich entscheiden kann, damit ich weiß, wie es weitergeht und in welche Richtung ich abbiege, welche Straße mich ins Morgen führt, welche Lehre mir am besten liegt, welche Schule mich interessiert, welcher Beruf mein Interesse weckt. Lass mich in mir deine Stimme hören, damit der Kompass mir die Richtung weist, in eine lebbare Zukunft, damit ich mich für das Richtige entscheide. Ich darf noch darauf hinweisen, dass Sie am Schluss nach dem Segen die Kirche in gewissen Abständen verlassen. Die Priestergruppe mit den Ministranten gehen hier durch den Seiten.